Und damit hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Let's Play Train Fever. Lieben Thaleberger Land. Und ich habe kurz mal außerhalb des Spiels gegriffen. Ich habe das gekauft. Es ist, ich kann ja mal ein bisschen Werbung machen, ne? Es ist von Giotto, ne? Und es ist in eine komplett andere Verpackung. Die Sorte heißt Dolcino. Die hat so kleine gelbe, will ich jetzt nicht sagen. Ich erkenne das nicht wirklich, dass es gelb sein soll. Es sieht eigentlich ganz normal aus. Also so beigefarben. Und hier steht nirgendwo, noch gar nicht mal in den Zutaten kann man hier erkennen, dass hier irgendwas Besonderes drin ist, beziehungsweise was das überhaupt für eine Sorte ist. Hier oben steht hier öffnen, ja, also ich kann ja nirgendwo rauslesen, was das für eine Sorte ist. Ich probiere einfach mal. Hier steht gefüllter Haselnussgebäck Spezial, Spezialität mit feiner Nougatcreme, so 45%, ne? Also, ne, aber das steht bei den anderen eben auch drauf. Ich probiere einfach mal. Okay. Die Verpackung ist gelb, natürlich schmeckt es eine Zitrone. Aber steht nirgends drauf. Und das steht ja in Zutaten, ne? Halt aber die Zutaten vorlesen. Hier steht nichts von Zitrone oder Säuerungsmittel oder irgendwas. Zucker, pflanzliche Fette, in Klammern Palm und Shea, Haselnüsse, Magermilchpulver, Weizenmehl, Vollmilchpulver, Süß, Molkenpulver, Honigpulver, okay. Mandelpulver, wie viel Pulver hier drin ist, ne? Fettarmer Kakao, Emulgator, Lecithine, in Klammern Soja, Milcheiweiß, Milchzucker, Kakaomasse, Weizenstärke, Sonnenblumenöl, Backtriebmittel, Doppelpunkt, jetzt geht's los, Natriumhydrogencarbonat, Aluminium wollte ich gerade sagen, Ammoniumhydrogencarbonat, Salz, Vanillin, so. Ach, hier oben, unten steht, ich hab's überlesen. Sorry, Zitronenöl steht hier ganz unten. Aber das einzigste, Karottenkonzentrat, also könnte auch nach Karotte schmecken, ne? Schmeckt aber ein bisschen säuerlich, also zitronenhaltig. Gesamtmilchbestandteile im Betrug 13%, je 100 Gramm, bla bla bla, enthält im Durchschnitt Energie, Fett, bla bla bla. Gut. Haben wir es geklärt? Steht doch, es steht Zitronenöl. Ich werde dann gleich mal googeln, was Zitronenöl überhaupt ist. So, wenn wir hier hochgucken, hat sich da was verändert. Also, wir sind glaube ich mehr am Plus, oder? Upsala. Plus. Schaut gut aus. Schaut gut aus. Am Anfang jetzt eine kleine. Wie soll ich sagen? Eine kleine Einweisung in die Zutaten, die so manches, ich kann es nochmal sagen, Jetwalk, ne? Gut. Ich gucke jetzt mal, wie sich das eingefahren hat. Okay, der fährt da hier. Wir können ja hier mal mitfahren. Wir müssen eh noch ein bisschen sparen zur Zeit. Dann fahren wir hier mal mit. Das mal hier unten hin, so dass es niemanden stört. Schaut eigentlich ganz gut aus, meines Erachtens nach. Das ist zu klar.
wirklich ein kleiner Winzer. Da hinten wie die ganzen Autos hier stehen. Diesel. Ja. Da ist ganzen. Ah, da macht das. Da macht das. Das ist gut. So, Feldweg. Okay, müssen wir bei Gelegenheit updaten. Die Strecke geht doch hier nirgendwo hin, genau, die endet ja. Ja, hier ist ja die Hauptstraße, wir haben ja die Straße abgeschnitten. Upsala. Da ist keine Verbindung, aber da haben wir einen Tunnel. Ja, da ist der aktiv. Der ist aktiv. So, jetzt fahren wir hier in den Bahnhof ein. Hier schon von Münzenberg haben die hier schon volle Güter. Nee, noch nicht, aber fast. So, da fährt jetzt 0 und 52. Hat er glaube ich vorher 16. Ja, wir verfolgen wir. Noch verfolgen. Wir müssen erstmal ein bisschen Geld wieder ansparen. Da können wir auch mal ein bisschen mit unseren feinen Zügen mitfahren. Das muss ja auch mal sein. Ist ja nicht nur so, dass man hart schuften muss. Man kann auch mal was von der Welt bieten. Die letzte lange Folge von Train Fever, das ist mir ja mal ein bisschen mit Welt gelaufen und haben uns so angeschaut, was es so für Sehenswürdigkeiten gibt. Genau. Nebenbei kann ich noch hier einen Zitronenöl-Giotto essen. Mal sehen, ob es nur die Folge sperrt wegen Copyright. Kann ich die Folge so nennen und sehen. Gerade unter Video sehen. Okay. Da denkt ja bestimmt unter der Trick ist verrückt. Und die Folge nicht gucken, die fragen sich dann, okay, was hat das mit Train Fever zu tun? Aber das sind so Sachen, die kann man mal fotografieren. So, jetzt erstmal aus dem Content gerissen. Aber hier stehen ganz viele Güter, die nach Leidenborn transportiert werden müssen. Gucken wir mal, ob es voll wird. Fast voll. Also ich glaube, Leidenborn ist überversorgt mit Gütern und da wächst es natürlich auch. Muss mir den Bahnhof kurz mal antippen, wie viele Güter hier warten. So. Komm. Bisschen laut wahrscheinlich gerade bei euch, aber die kommen bei mir nicht so gut raus. Die Steinbrücke ist nicht so. Das ist einfach Aufnahme. Eigentlich mache ich das überhaupt gar nicht. Eigentlich ein No-Go. Aber ihr nehmt mir das ja nicht böse. Aber ich höre jetzt auf mit das. Ich muss jetzt weglegen. Ja, weg damit. Da geht das schon. Da, es geht dann schon. Oben, nicht nach oben, was war das drüber? Du über die Richtung. Genau. Geht bis Leiden, ne? Da zurück mit dem Öl wieder im Güterbahnhof angekommen und wieder Öl abgeliefert.
So wie das ausschaut, machen wir eigentlich Plus seit der Aufnahme. Wir haben ja nichts gekauft, aber es geht eigentlich relativ nach oben. Was mir auch sagt, dass wir da auch mal ein bisschen schneller machen können. Das ist wahrscheinlich. Genau. Mal den auch mal zu hier. Ich bin gespannt erstmal, wie viel hier der Güterzug jetzt mit nach Münzenberg nimmt. Okay. Okay, das ist schon gut. Ich glaube, wir müssen dann als nächstes die Bahnstrecke von Leitenbund nach Münzenberg ein bisschen ausbauen. Der fährt ja genau voll, ne? Fährt gut voll. Die nehmen schon ordentlich ein. Und ich glaube, ich kann noch mal ein bisschen mitfahren. Da werden wir uns jetzt mal hier an ein paar Sachen vergnügen. So. Ah, er macht ja. Er macht schon Plus, würde ich sagen. Der macht auf jeden Fall Plus. Minus. Minus. Mann. Der macht Minus. Das ist nicht gut. So, hier ist eine Traum. Das ist aber. Ich würde das jetzt nicht so bezwingen, dass die ganzen Trams hier durchmachen haben. Die Haltestellen. Macht nämlich auch sehr viel Plus. Genau, gutes Plus. Und zum Beispiel dieser Zug, der macht gutes Plus. Oh yeah. Oh, neue Busse sind verfügbar. Sehr gut. Aber hier oben auch in Riederich. In Riederich. Wir machen alle Minus. Können wir mal hier drauf gucken. 900.000. Eigentlich, also 900.000, hier sind schon 13 Millionen, würde ich gerade sagen, 1,3 Millionen, jetzt kommt es hier 1,7. Jetzt geht es hier Jahresanfang, ja, wir haben jetzt schon April, mal sehen, was das Jahr bringt. Lass uns mal durchlaufen, wir sind jetzt bei 5 Millionen, das geht bestimmt noch ein bisschen runter. Genau, jetzt geht es wieder runter. 1 Million, jetzt kommt es gerade abgezogen. Krass. Hier mit. Der fährt noch ein bisschen zügiger. Aber, Salam. Ey, ey. Der ist nicht mehr voll. Der ist nicht mehr voll. Das ist überlegenswürdig.
so gut wie der andere Zug. Ich guck mal ganz kurz, wie gerade hier die Sache in Leidenborn ist. Wir fahren ja Schrams. Ja, damit. Zum Beispiel voll. Hier warten auch sehr viele. Hier warten sehr, sehr viele. Das hier, das haben wir ja schon miteinander, ja? Das ist schon kombiniert miteinander, genau. Das haben sie schon gemacht. Wir haben auch einen Bahnübergang gebaut, das ist gut. Da können wir dann irgendwann mal mit hier auf die andere Seite gehen. Ja, jetzt fängt es an, dass die alle ihre Lebensdauer erreicht haben. Andere Seite ist halt auch noch nicht. Mal ganz die Landnutzung. Hier ist Industrie. Hat sich jetzt Industrie angesammelt. Hier drüben sind die Wohnhäuser. Das sind die neuen Wohnhäuser. Gibt es aber keine Tramverbindung. Was heißt? Kann man ja mal eine Straße ziehen, upsala, hier. Hier runter kann man ja auch mal eine Straße ziehen, so. Wenn hier weiterführt, das geht nicht. Ziehen wir hier eine Probe. Wenn hier weiterführt. So. Und hier hat man ja auch noch ganz viel Bauungsfläche, sage ich jetzt mal. So. Und so. Und so. Und so. Können Sie sich noch ein bisschen austoben, liebe KI? Wie auch hier? Nö, so will ich das eigentlich gar nicht haben. So, dann schon eher. Ist kurz davor. Und dann hier so rüber. Genau. Noch irgendwas, was man irgendwie verbinden müsste. Ja, hier eigentlich, ne? Hier so. Und das ist super. Eine super Verbindung ist das hier. Genauso wie diese. Auch super. Ich kenne mich hier. Zwei Straßen nach unten. Beziehungsweise hier auch. Beziehungsweise hier auch. Warte mal, das ist eine große Straße. Hier kommt jetzt noch eine kleine. So. Geht bis hier hin. Ganze Geschäftsgebäude dahin. Wir können ja hier eine steile Kurve machen. Ist alles möglich bei uns hier. Genauso wie hier. Da können wir dann hier eine Brücke. Die ist uns nicht genehmigt. Genauso wie hier. So, und dann können wir mal warten, was passiert. Das können wir ja auch mal mit verbinden. Mal sehen, was da passiert. Und hier haben wir jetzt noch ein großes Areal. Das können wir jetzt noch mit Straßen ausfüllen. Einmal dahin, einmal dahin.
könnten wir auch verbinden. Upsala. Das klappt sogar, super. Hier tun sie jetzt schon renovieren. Finde ich auch gut. Finde ich auch gut. Das ist ein sehr langer Zug. 120 Passagiere passen hier rein. Aber der macht plus. Was anderes ist eigentlich gerade ganz schön. Ja, wollen wir hier Finanzen. Hier macht der plus. Macht nicht so. Und der hier. Hey. Finanzen. Der macht eigentlich schon ordentlich. Der macht ordentlich. So, jetzt haben wir hier ein paar neue Linien, die wir mal vergeben. Und zwar kommen da jetzt Haltestellen hinzu. Ist jetzt egal, was das für Haltestellen sind. Wir haben ja jetzt schon eine, die ist beidseitig. Okay. Wo kann man denn jetzt noch eine hinsetzen? Sehr stark per Verkehr, deswegen würde ich dann noch hier eine hinsetzen, die dann hier hinten raus mündet, hier hin, hier, hier und dann wieder hier runter fährt und die zweite. Die fährt hier noch eine Haltestelle hin. Dann kommt hier noch eine Haltestelle hin. Hier auf jeden Fall fährt hier rüber. Hier noch eine Haltestelle hin. Guck mal, hier unten bauen sie schon an. Sehr gut. Ja, und dann fährt sie hier runter und zum Hauptbahnhof. Und dann stellen wir jetzt mal ein paar neue Linien. Eine neue Linie erstellen. Okay, die von hier. Können wir euch hier mithalten und hier halten und hier halten, hier und hier und hier, hier hinten Gang ging es nicht lang, genau, dann hält sie hier. Wo haben sie denn jetzt lang führen, oben oder unten? Ich glaube unten ist besser, unten ist besser. 10 11. Nur einseitig. Oh. Fern. Ja, klappt doch. Klappt doch. Zwei. Na, die zwei können wir mal lassen. Zwei können wir mal lassen. Ich glaube, in die andere Richtung wäre das dann ein bisschen blöd. Aber ich lasse es mal lieber so. Das ist dann. Ja, doch mal hier auflassen. Was haben wir denn jetzt hier? Leider Bonn hier. Ja, dann die. Da wollen wir die neuen Busse ausprobieren. Ich glaube, ich nehme mal die neuen Busse. Der wäre das. Bus. Leider Bonn 1. Und das andere wäre Bus Leider Bonn 2. So, neue Linie erstellen. Mal sehen, was ist jetzt? Ja, Türkis. Okay. Türkis fängt ebenfalls hier an. Geht auch hier hin. Geht aber hier rüber. Hier runter. Hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Hier hin. Und dann schließlich wieder dahin. Könnte aber auch, warte mal, ich nehme das letzte wieder weg. Straßen, hier. Wir könnten das doch hier hinsetzen. Alle Stellen hinzufügen. Hier rüber. Das nochmal mitnehmen. So. Und da ist das Bus. Leiden Born 2. Und die Busse brauchen natürlich hier jetzt auch einen Busbahnhof.
Den haben sie noch nicht. Busbahnhof, sage ich. Ein Busdepot, ein Straßenfahrzeugdepot nennt man es auch. Straßenfahrzeugdepot. Mir wird aufgefallen, hier drüben sind ja auch Wohnhäuser, die sehr benachteiligt sind. Ne? Ich glaube, das kommt hier hin. So. Bäm. Habt ihr davon? Straßenfahrzeuge kaufen. Wie viel kostet denn der? Okay. 35 Jahre auf 35 Jahre. Da kann bis zu 25 Passagiere, kostet aber 400 Passagiere. Hallo? Na, guck mal, da ist gerade was weggegangen. Den roten gibt es eh nicht mehr. Schade. Schade, den wollte ich gerade nehmen. Also auf jeden Fall 1, 2, 3, 4, 5. Alle zuweisen auf Bus Leidenborn 1. Da ist erstmal mehr Betrieb. Und hier können wir 1, 2, 3, 4 und mal einen von denen noch mit. Und das können wir alles zufügen auf die 2. Und mir ist doch noch eingefallen, dass ich diese zweite Linie, die müsste eigentlich ganz oben sein, genau, diese Linie verändere. Das bedeutet, ich nehme die 9, 10 und 11 raus. Entfernen, 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 sodass der gleich hier rumbiegt. So, perfekt. Und hier bauen sie gleich bei Busverbindungen. Sehr gut. Hier ist ein bisschen Stau. Oh, das sind ja mal neue Geräusche. Ja, cool, wenn die Busse hier noch ein bisschen schneller werden. Was vorne in der Leiste stehen haben. Ah ja, Menschenmasse. Menschenmasse. Vielleicht tun wir dann doch hier ein bisschen mehr. Guck mal hier. Also es schaut schon ganz schön aus. Diese kleine Stadt. Schaut schon ganz edel aus. Wenn es euch nicht aufgefallen ist, ich tue jetzt ein paar längere Folgen aufnehmen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Mal, wie sie jetzt hier anbauen. So gefällt mir das. Wenn wir mal ganz kurz in der Städteliste gucken, wo ist Leidenborn, Bevölkerung. Größte Leidenborn. Ja, das treiben wir jetzt auf diese Spitze. Auf den Gipfel des Berges treiben wir das. Hier, überall stehen neue Wohnflächen. Herrlich. Herrlich. Und Fußballfelder. Die Leute wollen Fußball spielen. Und hier drüben, die fühlen sich ein bisschen vernachteiligt. Und deswegen bekommen die, 40 Tonner und Lastwagen. Deshalb bekommen die hier drüben jetzt auch mal ein bisschen Unterstützung durch den Busverkehr. So. Hier oben jetzt zwar nicht so viel, aber man kann es ja trotzdem mit anschließen. Und zwar ist das dann eine neue Linie. Und da bauen sie gleich hier mit. Super. Und die Haltestelle hinzufügen. Und dann mal hier so. So, so. Und hier rüber. Dann wieder mit der Zeit zum Umsteigen. Genau. Fahren wir mit hier oben rum. Genau, hier. Und dann das nächste hier. Hier. Und hier. 15 Stationen.
Das ist dann Bus, und es wird groß geschrieben. Bus Leiden Bonn 3. So, jetzt haben wir erstmal Leiden Bonn ordentlich mit Nahverkehr versorgt. Jetzt gehen wir nochmal rüber und kaufen 6 Doppelstockbusse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die tun wir jetzt auf Leiden Bonn 3. Bam, bam. Bum, bum. Und jetzt geht das mal ran. Und jetzt können wir erstmal hier wieder Tüdelü. Und ein bisschen zuschauen. Das ganz schön lange noch, ne? Find ich auch. Machen wir ein bisschen schneller. Das tun wir ein bisschen schneller erledigen. So, ich glaube, so ist es in Ordnung. Ja, da fängt er schon direkt an. Muss ja nicht immer alles im Bahnhof enden. Die große Fabrik. Da werden einige raus. Das läuft gut an. Guck mal hier. Bauen sie doch. Hier bauen sie Wohnhäuser. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So gefällt mir das. Wir haben wieder nur 1,8 Millionen. 2,1. Haben ein bisschen was ausgegeben, also haben wir jetzt erstmal wieder genug getan. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen sparen. Aber das Sparen sehen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich verabschiede mich und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag. Und ich sag mal, haut rein. Bis zur nächsten Folge von Let's Play Train Fever. Und vergesst nicht, am 1. Juni vorbeizuschauen, wo die erste Folge von Nordic DLC von Train Fever bei mir kommt. Also schaltet wieder ein. Hier bei mir. Und wie gesagt, ciao, ciao. Tschüss. Da habe ich noch Umschlag freigeschalten. Yeah! So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Tschüss, liebe Freunde.